sofort im Vorwärtsgang. Die CFC-Defensive ungeordnet schon nach 5 Minuten und das nutzen die Bayern gleich aus. Thiel 1:0 für Unterhaching. Die Hintermannschaft aufgelöst und der Ball nudelt vorbei an allen ins Netz. Die Sachsen reagieren aber sofort. Eckball Gabuszewski und Dobry im direkten Gegenzug mit der Ausgleichschance. Nach 20 Minuten schickt der Trainer dann schon Benny Förster, den Stürmer, zum Warm-up. Chemnitz weiter mit Problemen gegen die Jungen, Flinken, Hachinger, Tonjic, Avdic. Die Chance aufs 2:0, Gerd Schädlich bedient von der Vorstellung seiner Elf. Kurz vor der Pause dann doch noch mal die Sachsen. Endlich mal schnell gespielt und Tütings Abschluss, naja, 1:0 zur Pause. Hachings Trainer Heiko Herrlich nach dem Wechsel etwas besorgter, denn Chemnitz kommt engagierter aus der Kabine. Gabuszewski und nach etwas mehr als einer Stunde der eingewechselte Schlosser mit der Ausgleichschance. Jetzt die Gäste am Zug. Aydemir hat den Blick für den eingewechselten Förster nicht. Der CFC macht nun hinten auf, Haching kontert. Tunjic, und der macht das 2:0, 82. Minute, die Vorentscheidung. Das war's aber noch nicht. Wieder die Hachinger im Tempo-Gegenstoß. Erneut Tunjic und Niederlechner schiebt zum 3:0 Endstand ein. In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht...